Ist das Ihr Auto? Es gehört einem Freund. Einem Freund? Heute sind wir an der Öresundbrücke. Hier wird viel geschmuggelt. Wir müssen die Sachen nur finden. Alles, was illegal ist, taucht hier auf. Deshalb müssen wir wachsam sein. Niklas' Team ist sehr gründlich. Es hat einen Van mit Anhänger gestoppt. Als der Mann und die Frau im Fahrzeug widersprüchliche Angaben zur mitgeführten Menge an Alkohol machen, rufen die Kollegen Niklas zur Unterstützung dazu. Hatten Sie das online vorbestellt? Patrick fragte den Fahrer, wo sie herkommen und wie viel sie gekauft haben. Keine Quittung? Nein. Brauche ich die? Angeblich hatten sie nur zwei Paletten Bier gekauft. Das kam mir seltsam vor. Die Beifahrerin sagte mir dann, sie hätten 200 Paletten Bier gekauft. Machen Sie hinten auf. Es ist eine Straftat, mehr als die erlaubte Menge Alkohol einzuführen. Dafür riskiert man eine Anklage wegen Schmuggels. Nur Bier? Ja, ich habe eine Plane drüber gelegt, damit die Pappe nicht nass wird. Nur eine Marke? Nein, zwei verschiedene. Verstehe. Die Frau, mit der ich sprach, war sehr nervös und einsilbig. Angeblich wollen sie eine Party mit 100 Leuten feiern. Bei 200 Paletten Bier hätten die Gäste echt viel trinken müssen. Wissen Sie, wie viel Bier für den Eigenbedarf erlaubt ist? Nein. 110 Liter. Sie haben aber deutlich mehr. Es ist nicht verboten, mehr als 110 Liter Bier einzuführen, wenn man den Eigenbedarf belegen kann. Zum Beispiel mit einer Partyeinladung oder der Buchungsbestätigung einer Location. Wo findet die Party statt? In meiner Werkstatt. Und 100 Personen kommen? Ich habe 4000 Quadratmeter. Da ist Platz für alle. Wer hat das Bier bezahlt? Ich. Bar oder mit Karte? Bar. Warum nicht mit Karte? Ich hatte das Bargeld angespart. Zwei Paletten oder 200 Paletten Bier, das ist ein Riesenunterschied. Dieser Transport war illegal. Haben Sie immer so viel Bargeld? Ich sehe darin kein Problem. Sie haben Ihre 100 Gäste mündlich eingeladen und keine Einladungen verschickt? Es kommen mindestens 100 Leute. Aber Sie haben 200 Paletten Bier. Soll auf Ihrer Party jeder Gast zwei Paletten trinken? Bis zur Alkoholvergiftung? Ich wollte von dem Mann wissen, ob er die große Alkoholmenge wirklich für angemessen hält. Auf der Fähre zum Rockfestival haben wir auch alles leer getrunken. Das sind 48 Bier pro Person. Wir trinken viel. Das ist völlig unverhältnismäßig. Es wird eine Biker-Party. Er meinte, ich sei wohl noch nie auf einer richtigen Party gewesen. Zumindest auf keiner, wo jeder Gast zwei Paletten Bier trinkt. Sie kennen keine Biker-Partys. So viel Alkohol kann kein Mensch vertragen. Das ist unmöglich. Laut ihrer Freundin ist es nur für die Familie. Das ist meine Familie. Die Biker, okay. Wir verschütten viel und trinken noch viel mehr. Fahren Sie den Wagen darüber. Ich glaube ihm die Geschichte mit der Party nicht. Mal sehen, was wir machen. Zwei Paletten Bier verträgt niemand. Seine Geschichte ergibt keinen Sinn. Das ist kein legaler Alkoholimport. Fahren Sie in die Halle. Wir zählen durch. Haben Sie das schon mal gemacht? Ist es das erste Mal? Ihre Begründung für die Riesenmenge Alkohol ergab keinen Sinn. Wir brachten die beiden dann in getrennte Befragungsräume, damit sie sich nicht absprechen konnten. Was Sie schmuggeln? Sie haben 200 Paletten Bier.
Für eine Party? Das glaube ich Ihnen nicht. Warum nicht? 200 Paletten reichen für 1000 Leute. Kann ich meinen Mann sprechen? Nein. Bitte. Wir verdächtigen das Paar, eine große Menge Alkohol zu schmuggeln. Denn wir glauben nicht, dass es für den Eigenbedarf ist, sondern dass sie es verkaufen wollen. Dabei würde eine stattliche Summe herumkommen. 200 Paletten Bier bringen eine Menge Geld ein, wenn man sie auf dem Schwarzmarkt verkauft. Sie können sich hinsetzen. Die Sache ist die, ich nehme Ihnen die Geschichte mit der Party nicht ab. Sie hatten eine extrem große Menge Alkohol dabei. Es ist jetzt 16.43 Uhr und ich nehme Sie fest wegen Verdachts auf Schmuggel. Wir leiten ein Verfahren ein. Aber ich habe nichts geschmuggelt. Ich entscheide das nicht, aber im Moment gehe ich davon aus, dass Sie das Bier verkaufen wollten. Ich habe nichts geschmuggelt. Das müssen die Ermittler entscheiden. Warten Sie hier. Wir befragen Sie später. Lassen Sie wenigstens die Tür offen. Ich mache sie später wieder auf. Stellst du dich kurz davor? Nach ihrer Verhaftung war die Frau ziemlich aufgelöst. Das war wohl eine neue Erfahrung für sie. Es ist nicht schön, einer Straftat verdächtig zu werden. Manchmal reagieren Leute überrascht und wütend, wenn sie festgenommen werden. Es kann auch sein, dass sie nichts von dem Schmuggel wusste. Es ist 16.56 Uhr und ich nehme sie fest wegen des Verdachts auf Schmuggel. Das Bier ist nicht für den Eigenbedarf. Wenn man jemanden festnimmt und derjenige nur mit den Schultern zuckt, dann weiß er wahrscheinlich, was Sache ist. Sie dürfen den Befragungsraum nicht verlassen. Sollten Sie schuldig gesprochen werden, wird aus dem Bier Biotreibstoff. Damit werden Stadtbusse betankt. Das Bier wird recycelt und das ist gut.